So, Fabian von Crypto Circle hier. Heute beschäftigt uns weiterhin das ICO-Verbot in China und vor allen Dingen die Reaktion wichtiger Marktteilnehmer darauf, darunter Binance und NIO. Fangen wir doch zunächst vielleicht mit Binance an. Binance ist ein Exchange, der in China basiert ist und er ist natürlich jetzt auch extrem von diesem ICO-Verbot betroffen gewesen. Interessant ist, Binance hat seine eigene Coin. Binance Coin, damit können auf dieser Plattform Gebühren bezahlt werden. Die Gebühren bei Binance sind niedriger als bei den westlichen Marktführern, die wir kennen, also Bittrex 0,25%, Poloniex auch 0,25%, in manchen Fällen 0,15%. Bei Binance sind das 0,1%. Das Besondere ist jetzt, wenn man die Binance Coin benutzt, dann halbieren sich die Gebühren nochmal. Man ist also bei 0,05% pro Trade, was natürlich super ist, viel, viel besser als bei den großen westlichen Exchanges eben. Das macht Binance sehr interessant. Zusätzlich sehr interessant für alle Leute, die sich an NIO interessieren und auch an H-Shares, wie es heißt, meine ich. Das Traden dieser Währung ist auf Binance vollkommen gebührenfrei. Dort gibt es also eine Art Kooperation. Zusätzlich zahlt Binance Gas aus. Das ist wirklich was Besonderes. Das Intervall ist nur monatlich, aber ich denke, das ist in Ordnung. Es hat den Vorteil, man kann sein NIO auf dem Exchange lassen, wenn man ihnen traut. Und das führt dann dazu, dass man natürlich Daytraden mit seinem NIO kann, trotzdem aber das Gas erhält, das man eigentlich nur durch Staken bekommen würde. Ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz attraktive Lösung, die Binance da hat. Deswegen möchte ich eben erwähnen, wie Binance nun auf dieses ICO-Verbot reagiert hat. Das Statement ist ganz kurz. Binance, ich habe es eben getestet, ein paar Trades gemacht, ist noch online, funktioniert alles wie gehabt. Das Statement sagt, dass 81% der Userbase, ja, der Benutzer, westliche Nutzer, also außerhalb von China vermute ich, wird das heißen, sind. Das heißt, die sind von der Regulierung ja nicht direkt betroffen. Es gilt ja primär für chinesische Staatsbürger. Und Binance sagt, man arbeitet hart daran, dass eben die Regulierungsanforderungen, die jetzt auch weiterhin kommen werden, seitens China eben erfüllt werden, damit man auch langfristig erfolgreich weiterarbeiten kann. Interessant ist tatsächlich die Zahl der 81%, die westliche, wie Binance es nennt, Nutzer sind. Kann sein, dass es tatsächlich westlich in unserem Sinne, also Europäer und Nordamerikaner meint. Das wäre natürlich für mich ein bisschen überraschend, insbesondere gekoppelt mit der Tatsache, dass der Binance Coin, der lag bei ungefähr 2 Dollar, jetzt aktuell, wo ich geguckt habe, bei 92 Cent gehandelt wurde. Das ist, wenn man denkt, naja, Regulierung kommt so oder so und überall, China ist jetzt halt der erste Markt, deswegen diese Überreaktion, ein guter Einstiegszeitpunkt. Ich bin da nicht ganz entschieden, aber ich habe ja schon gesagt, ich habe heute ein bisschen rumgespielt. Also ich habe ein paar Binance Coins gekauft, ich habe auch ein paar NIO auf Binance gekauft, um eben zu sehen, wie das mit dem Gas funktioniert. Und ich denke, wenn man jetzt nicht sein ganzes Portfolio auf NIO, nicht auf NIO, auf Binance verlegt, sondern vielleicht deine nächste Tranche an Euros oder sonstigen Fiat-Geld, die du in Kryptos umwandeln willst, damit vielleicht zu Binance geht. Ein Versuch ist auf jeden Fall wert. Der Exchange an sich, du siehst hier auch, der gefällt mir noch nicht so ganz. Aber für mich wirkt das Ganze immer noch sehr auf den chinesischen Markt fokussiert. Also ich mag die Farben nicht, mir fehlen noch viele Features. Deswegen, ich werde es nur ganz begrenzt eben für NIO, Binance Coin und dazu wollte ich schon lange ein Video machen, aber es kommen ja die Sachen inzwischen eben vielleicht die H-Shares nutzen. Ja, kommen wir doch hier zum interessanten Teil zu NIO und das Statement, das vom NIO Founder released wurde. Es wird darauf hingewiesen, der ICO von NIO ist ja schon eine ganze Weile her. Trotzdem war es der erste ICO, der vollkommen rückerstattbar war. Und NIO legt nun offen, sie haben damals 15 Rückerstattungen durchgeführt im Wert von 50 Bitcoin. Das heißt, NIO hat schon diesen neuen Regularien im Vorhinein entsprochen, legt auch großen Wert drauf. Es war der erste ICO überhaupt, bei dem man sein Geld zurückbekommen konnte. Das ist natürlich ein großer Schritt. Das spricht jetzt auch eben
für NIO, dass dieses Team schon immer sehr, sehr vorausschauend gehandelt hat. Und sie versprechen in ihrem Statement eben auch, dass noch im letzten Quartal 2017 die rechtlichen Rahmenbedingungen erörtert werden mit einem Team von internationalen Anwälten und das dann auch absolut safe ist, die Zukunft von NIO. Zusätzlich wird noch darauf hingewiesen, und das fand ich sehr interessant, ich hatte den ICO damals verpasst, dass die Hälfte der Teilnehmer westlich war. Das heißt, sie waren zumindest nicht aus China. Ich weiß nicht, wie genau NIO das nachvollziehen kann und konnte. Es ist aber definitiv eine interessante Information und wir haben ja im Moment die Situation, dass sich die meisten Coins schon sehr stark erholt haben, außer Binance, weil jeder weiß aus China, 10x im Moment, vielleicht ein kurzer Einwurf, 10x wurde delistet auf einem chinesischen Exchange. Das hat jetzt nochmal zu ein bisschen Verwerfungen und Kurseinbrüchen geführt. 10x sehe ich auch weiter sehr solide, es ist im Gegensatz zu Monaco. Die Kreditkarte ist schon auf dem Markt, sie funktioniert, Leute können damit bezahlen weltweit. Ganz tolle Sache. Ja, kommt auch noch ein Video, aber wie ihr wisst, es kommt immer was dazwischen und da muss man auf die aktuellen Ereignisse reagieren. Ja, zurück zu NIO. NIO im Moment immer noch bei 20 bis 22 Dollar. In dem Bereich schwankt es gerade jetzt heute, wie ich das verfolgt habe. Und damit natürlich immer noch deutlich unter den 30, die, die wir schon etabliert hatten als Support-Level. Mit diesem guten Statement ist für mich jetzt klar, noch ein bisschen NIO kaufen. Also ich habe jetzt nicht nur die paar NIO auf Binance gekauft, sondern jetzt auch noch auf das Wallet über Bittrex. Ja, schön die hohen Gebühren bezahlt, man ärgert sich. Furchtbar waren natürlich auch wieder die Bitcoin-Überweisungsgebühren, die ich da bezahlen musste. Also es ist absolut lächerlich, wenn man im Moment Bitcoin von seiner Wallet wohin transferiert. Ich habe 4,86 Euro pro Überweisung an Gebühren bezahlt. Mich ärgert das zutiefst. Ich verstehe auch die Leute nicht, die das schönreden, aber da haben wir ja schon mal drüber geredet und darum soll es in diesem Video nicht gehen. Die beiden Statements verlinke ich natürlich auch unten, auch weitere interessante Artikel zu diesem Thema. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn dem so war und du es noch nicht getan hast, abonniere doch bitte den Channel, like das Video und teile es mit Freunden und Bekannten. Zusätzlich möchte ich heute noch darauf hinweisen und mich bei allen bedanken. Ich habe über 100 Subscriber, als ich das gemerkt habe. Ich glaube, jetzt sind wir schon deutlich drüber. Das freut mich sehr. Es freut mich wirklich, dass du subscribed hast. Und ich hoffe, der Content gefällt dir weiter. Du bleibst dabei. Ihr stellt mir auch aktiv Fragen in den Kommentaren oder weist mich auf Fehler hin. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.